Guten Abend, diesmal zur 21. Richtig, Saarbrücker? 22. Saarbrücker Mahnwache für den Frieden. Heute bei nicht ganz so tollem Wetter, aber ich hoffe, das stört euch nicht weiter und ihr bleibt trotzdem alle bei uns. Und wir haben ein paar angenehme wie informative Stunden, die uns alle und den Rest der Stadt Saarbrücken und der Welt weiterbringen. Wir beginnen mit der Eröffnungsrede, die hält heute der Sascha und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Hallo Saarbrücken, wir heißen alle Menschen von Herzen willkommen, die in der Lage sind, friedlich Mahnwache zu halten. Denn Gewaltfreiheit ist unserer Ansicht nach der einzige Weg zu nachhaltigem Frieden. Diese Veranstaltung ist unparteilich und unreligiös und wird es auch bleiben. Wir dulden hier keine Partei-, Vereins- oder Nationalfahnen, da diese nur Grenzen aufrechterhalten und zur Spaltung der Menschheit beitragen. Wir möchten hier keinerlei Gewalt und keine Extreme, keinen Fanatismus und keine gruppenbezogene Diskriminierung. Ansonsten kann und soll jeder Mensch seine Meinung haben und auch vertreten dürfen, solange dieser Mensch in der Lage ist, hier Friede vorzuleben, anstatt nur davon zu reden. Wir begrüßen alle freien Männer und Frauen und Kinder, die heute hierher gekommen sind, um für unser aller Friede einzustehen. Wir begrüßen alle mutigen Menschen mit dem Willen zur Veränderung, ungeachtet ihrer Hautfarbe, Herkunft und Nationalität, egal welcher Religion, welchem Glauben und welcher sexuellen Orientierung sie nachgehen. Es sollte unser aller Anspruch sein, allen kontroversen Meinungen, Erkenntnissen und Anschauungen zwar hinterfragend, doch mit offenem Geiste zu begegnen. Denn sind es doch letztendlich diese Uneinigkeiten, die uns vor Augen führen, dass wir nicht völlig gleichgeschaltet und verblödet, sondern autark und in Bewegung sind. Deshalb gilt es, neben allen Gemeinsamkeiten, auch diese Kontroversen, die uns als Menschen ausmachen, wohlwollend zu pflegen. Jede Meinung ist es wert, angehört zu werden. Da ob wir davon ausgehen, dass sie in guter Absicht erklingt und dass sie das Wohlergehen und das Voranschreiten aller Lebewesen zum Zwecke hat. Jeder Gedanke soll gedacht werden dürfen und jede Erkenntnis, welche dem Frieden dienlich sein kann, soll eine Bühne haben dürfen. Wir möchten die Welt nicht schwarzmalen, so wie es Politik und Presse seit Jahrzehnten tun, sondern sie an menschlichen Idealen neu beleben. Wir möchten Systemfehler aufzeigen, Missstände verdeutlichen und jeden Menschen ermahnen, hinzuschauen, hinzuhören und ein Teil der Veränderung zu sein, die wir uns alle ersehnen. Wir möchten alle hier Anwesenden darauf hinweisen, dass im Rahmen dieser Veranstaltung gefilmt und fotografiert wird. Da die konventionelle Presse nicht oder nur verfälscht über uns berichtet, müssen wir unsere eigene Presse sein. Wer auf den hier entstehenden Bild- und Tonaufzeichnungen sowie Fotos anonymisiert oder nicht zu sehen sein möchte, möge sich bitte direkt an die Organisatoren hier wenden. Ich bitte hiermit um Handzeichen aller heute anwesenden Orga-Mitglieder. Danke. Für die Homepage der Saarbrücker Mahnwache gilt, dass vor Ort gemeldete Inhalte auch nicht auf der Homepage veröffentlicht werden. Für jegliche Inhalte Dritter, die auf sonstigen Seiten, zum Beispiel Facebook, veröffentlicht werden, übernimmt das Team dieser Veranstaltung keine Haftung, da eine Kontrolle über jegliches hier entstehendes Bild- und Tonmaterial für die Veranstalter unzumutbar ist. Jede Privatperson, die hier filmt oder Fotos macht, ist für diese Inhalte selbst verantwortlich. Ebenso ist jeder der hier Anwesenden für sein Handeln und Tun, ob nun am Mikrofon oder im privaten Dialog, selbst verantwortlich. Die Friedensmahnwache Saarbrücken wird nicht durch Einzelne repräsentiert. Wir sind kein Verein, keine Partei, keine Firma und keine Lobby. Wir sind du. Unser Mikrofon ist offen für alle, die endlich wieder eigenverantwortlich und eigenständig denken und handeln möchten. Und trotz aller Probleme, denen wir gegenüberstehen und die auf uns zukommen werden, dürfen und sollen wir hier auch Freude haben und wünschen uns eine schöne Zeit, in der Menschen sich auf Augenhöhe begegnen und respektvoll miteinander umgehen. Möge der Wille zum Frieden über allem stehen und zu einem anregenden Austausch und intensiven Freundschaften führen. Herzlich willkommen.